Der FC Zürich hat einen prominenten Rückkehrer. Und zwar an der Seitenlinie. Trainer Ludovic Magnier ist nach Sperre zurück. Aber sein Stellvertreter René Fanek hier links hat ja in seiner Abwesenheit immerhin 2 von 3 Partien gewonnen. Magnier bringt heute jugendliche Frische. Becir Omeragic läuft heute erstmals von Anfang an auf. Der Innenverteidiger ist gerade mal 17 Jahre alt. Auch der FC Thun setzt 4 Tage vor dem Cupfinal gegen Basel auf die bestmögliche Formation. Und dazu gehört natürlich auch Marvin Spielmann. Der künftige IB-Spieler mit dem ersten Abschluss nach 5 Minuten Brecher kann gerade noch parieren. 6 Minuten später, Gelmi, wieder auf Spielmann und wieder Brecher. Die Thuner klar besser in der Anfangsphase. Nächster Anlauf, wieder über Spielmann. Auf Costanzo, Zentimeter fehlen zur Führung. Aber Trainer Marc Schneider kann zufrieden sein, wie das hier läuft. Doch auch der FCZ trägt je länger, je mehr zu einer munteren Partie bei. 27. Minute. Fevre mit der Parade, der Schuss kam von Schönbecher. Die Zürcher jetzt aggressiver. Erzwingen diesen Fehlpass. Und dadurch einen Penalty. Sisse wird da von Sutter gefault, der eigentliche Fehler aber kam von Kollege Glarner mit seinem missratenen Zuspiel. Benjamin Cololli tritt an und verwertet sicher. 27. Geburtstag, 100. Ligaspiel, Penaltytor, das passt. Thun geschockt, anders kann man die Passivität der Berner Oberländer nicht erklären. Cololli, Rüegg mit dem Kopfball und dann ist der Ball doch noch drin. O'Day mit dem Abstauber. Und dieses Tor geht in die Kategorie Slapstick. Zuerst verhindert Schönbechler unfreiwillig, dann kann O'Day doch noch profitieren. Gleich nach wieder am Pfiff die Zürcher jetzt im Spielrausch. Cololli. Marquesano, Sisse, nur 93 Sekunden lagen zwischen dem 2:0 und dem 3:0. Die Thuner Abwehr außer Rand und Band. Innerhalb 5 Minuten ist das Team von Marc Schneider auseinandergefallen. Ludovic Magnier wiederum durfte im Februar letztmals 3 Tore notieren. Neue Halbzeit, neues Glück für Thun, irgendeine Reaktion muss ja jetzt kommen. Stielhardt mit dem Lob. Doch auch er scheitert am tadellosen FCZ-Goalie Brecher. Die Thuner Probleme bestehen ja auch eher hinten. Wieder setzt sich der bärenstarke Cololli durch. Mit dem Pass auf O'Day. 64. Minute, so leicht kommt der FCZ heute zu Möglichkeiten. Die Chancen wären ja auch auf der anderen Seite da. Aber diese Aktion von Karlen sinnbildlich für den Thuner Auftritt. Dann ist Schluss. Der FC Zürich gewinnt so souverän wie lange nicht mehr und ist statt im Abstiegskampf plötzlich wieder mitten im europäischen Geschäft. Der FC Thun zwar auch immer noch, aber für das große Ziel, der Cupfinal vom Sonntag, lässt diese Hauptprobe nichts Gutes erahnen.